Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Gestern habe ich ein kleines Päuschen eingelegt wegen Weihnachten. Da wollte ich ja auch ein bisschen meine Freizeit haben. Ja, ich hatte bisher gute Feiertage. Wir haben ein bisschen was gekocht. Wir haben uns jetzt Borscht gemacht und ein bisschen Pelmeni für Weihnachten. Und es ist gut gelungen, muss ich sagen. Also echt lecker. Haben wir zwar letztes Jahr auch schon gemacht, aber so oft machen wir das halt nicht, dass wir russische Gerichte kochen. Und deswegen ist das doch schon immer was Besonderes. Ja, man muss sich einfach nur die besonderen Dinge für Ende des Jahres aufbewahren. Und dann ist alles gut. So, wir wollten heute da ankommen. Wir werden aber höchstwahrscheinlich da stehen bleiben. Also nur mal so. So ist deine Blume. Ich will zum Löwenzahn. Ich glaube dann nicht, dass wir den pflücken können. Ist wahrscheinlich einfach nur so oft auf der Karte. So, seltsamerweise war ich gerade, als ich reingekommen bin. Ups. Jemand hat mein Kleid gesehen. Überladen. Wieso war ich überladen? Ich habe keine Ahnung. So funktioniert bestimmt das Ladesystem von Fallout. Wer weiß. Und guck mal, da unten auf der Karte ist Cartman, glaube ich. Das ist irgendwie. Das ist eine Schneemütze mit einer Brille. Dann, ja? Ach, das sind Berge. Das ist eine Schneehütte, oder? Das muss eine Schneehütte sein. Grußblume. Ja gut, von dem Zeug haben wir jetzt schon eine Menge. Schade. Ich finde die anderen Blumen nicht. Ich finde das ganz seltsam. Vielleicht sind sie ja extra seltsam. Top of the World. Radiosignal gefunden. Okay. Au ja, jetzt steigen wir hier rauf. Ab zur Schneehütte. Es muss eine Schneehütte sein, sonst wäre das kein Cartman. Ich fühle mich beobachtet. Wie sieht's auf der Karte aus? Stelle das Top of the World Funksignal ein. Es wird höchstwahrscheinlich da oben sein. Aber wenn wir schon mal da sind, ne? Das ist auch sehr auffällig. Vielleicht werden wir da eines Tages hingehen oder da. Zum Vogel. Oder zum Bundi. Oder zum Totenkopf. Oder dahin. Wir müssen auf jeden Fall diese komischen Areale besuchen, wo einfach nur Tiere sind. Würde mich interessieren. Ich meine, die sind ja nicht ohne Grund da. Ob da vielleicht legendäre, ich wollte schon Pokémon sagen. Ich spiele in letzter Zeit so oft Pokémon, glaube ich. Legendäre Monster sind. Da muss irgendwas Besonderes sein. So, ja. Hier ist doch der Lift, oder? Das ist eine Straße. Okay, jetzt ist das doch keine Skihütte. Also, zu der Skihütte fährt man normalerweise mit dem Lift und nicht mit dem Auto. Es ist eine verdammte Skihütte. White Powder. Das hört sich jetzt nicht jugendfreundlich an, aber gut. White Powder Winter Sports. Mit Hundis. Erreiche eine höhere Stufe? Ach, Einzelfisch hat mir gefehlt für eine Stufe. Lol. Jetzt muss ich erstmal die Tiere loswerden. Aber wir sind schon Stufe 17. Okay, schauen wir mal. Was haben wir denn? Intelligenz. Ich höre Schritte von einem Hund. Wir müssen uns verstecken. So, hier wird er mich nicht sehen. So, Gility. Ich brauche Schlossknacken. Es kann doch nicht sein, dass ich kein Schlossknacken finde. Okay. Da wird zu viel Holz, aber ich glaube, mit Bauen sind wir fertig mit Holz. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Schlossknacken dabei ist. Kannst du mir erzählen, dass ich das erst mit Stufe 50 bekomme? Kannibale ist auch ziemlich gut, ne? Alle Getränke löschen zusätzlich mehr Durst. Der Schems verursacht 50% weniger Durst. Krankheitsresistent.
Das Konsumieren von Chems verursacht 50% weniger Hunger. Die Chance, dich mit einer Krankheit aus der Umgebung, bla bla. Du erhältst mehr Vorteile durch gut genährt und gut hydriert. Alle Nahrungsmittel stillen besser, mehr trinken, die Chance, dich bei Kreaturen, naja. Wo ist denn der Scheiß? Ich check's nicht. Was ist das denn? Ah, Rüstung wiegen weniger. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Mehr Kronkorken finde ich auch nicht schlecht, ne? Stimpaks können essbares Gewebe erzeugen. Keine Ahnung, was das bedeutet. Agility. Schleichangriffe mit Nahkampfwaffen verursachen den 2,3-fachen normalen Schaden. Ja, dann. Ich nehme den. Den Revolverheld. Ich werde Schlossklanken niemals kriegen. So. Haben wir hier alles noch? So, da haben wir jetzt 5, da haben wir 4, da haben wir 2, 1, 1, 7, 2, 1, 2, 3, 4, ne, das ist ein 3, ne? Gut, das ist 7. Und bei Stärke, ey, wir können doch einen Stärkepunkt verteilen. Na gut. Der wird über uns sein, der Kollege, ne? Ich weiß nicht, wie ich an das Schlossknackenlegen rankommen soll. Finde ich ganz, ganz merkwürdig. Weil ich habe immer noch keine Power-Rüstung. Ich meine, mir wurde schon gesagt, da und da ist eine Power-Rüstung. Aber ich habe es ehrlich gesagt schon längst vergessen, wo das ist. Müsste ich die Kommentare nochmal angucken. Ja, wir werden schon eine finden. Und irgendwann haben wir Schlosskraken 2, eines Tages in 10 Jahren. Und dann kriegen wir unsere Power-Rüstung. Oh Gott, Hilfe. 2 gegen 1 ist unfair, Leute. Okay, das war jetzt ziemlich unfair. Er hat nämlich in die Luft gebissen. Und eigentlich nämlich nicht getroffen. Scheiß Windspiel. Moment. Ach, das ist mein Leben. Ich dachte, das ist mein Gewicht. Okay. Oh, ups. So, du kommst weg. Du kommst weg. Der Boxhandschuh kommt weg und die Wurfmesser. 80. Favoriten? Achso, kann ich hier gar nicht machen. Hier hat man noch Favoriten gemacht. Da. Was? RB. Muss ich extra gucken. So. Haben wir hier Ski-Outfit? Nehme ich gerne. Komm, wir ziehen uns um. Mit einem schönen Ski-Outfit. Naja. Noch mehr Ski-Outfits. Ein Skischwert? WTF? Aber wie cool ist das denn? Das
ist cool. Finde ich echt cool. Wenn ich nur Nahkämpfer wäre, bin ich leider nicht. So, hier haben wir noch ein bisschen Wasser. Nahkämpfer finde ich hier sowieso ein bisschen seltsam. So wie der eine, der auf mich zugelaufen gekommen ist, den ich nicht töten konnte. Skimütze. Komm, ziehen wir uns die Skimütze an. Ich brauche jetzt noch ungefähr 100 Atome und dann kann ich endlich meine Rüstung kaufen, die ich kaufen wollte. Ja, das passt zu den Feiertagen. Perfekt. Was haben wir hier noch? Ski-Outfit. Oder sieht es eigentlich genauso aus? Responder-Signal verloren? Ja gut, dann nicht. Okay, da ist er wieder. Oh, guckt mich an, ich bin eine Frauenumkleide. Ich sollte schnell woanders hin. Gibt's ja nicht eine Männerumkleide? Ah, hier. Ah, jetzt fühle ich mich wohl. Na gut, gehen wir weiter. Ich glaube, hier gibt's nichts zu holen. Warte. Immerhin ein paar Wintersachen. Ich glaube, es war einfach nur, um irgendwie weitere Skins ins Spiel reinzubringen. Aber ich bin recht zufrieden. Guck mal. Sieht das scheiße aus oder sieht das scheiße aus? Oh, das freut mich, dass ich scheiße aussehe. Aber wir wollen ja. Da ist der Turm. Seht ihr? Da. Nee, das ist ja nicht. Nur ein Strommast. Aber da ist irgendwo der Strom, so wie hier ein fliegender Baum ist. Aber das kann man ja alles noch verzeihen, ne? Das ist ein riesiges Spiel. Die mussten es schnell durchziehen. Ah, guck mal, die Grafiken sehen hier voll kacke aus. Guckt euch das an. WTF. Ich weiß, ich motze zu viel. Supermutant Scharmützel, okay. So, da hinten ist ein Ausguck. Laufe ich richtig? Was sagt die Karte? Oh. Bin ja noch weiter davon entfernt, als ich dachte. Beginnt jetzt hier das Wintergebiet. Challenge abgeschlossen. Entdecke die Savage Divide. Es Divide. Oh gut, immerhin. Welche Challenge müssen wir eigentlich machen, um noch mehr Karten zu bekommen? Das waren die Level-Challenges, ne? Ja. Das mit dem Schloss knacken, dass man das so spät bekommt, ist irgendwie Kacke. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, bei dem das so ist. Hey, cool, die Farbe hat sich geändert. Aber ist halt unschön. Dass man am Anfang direkt eine Power-Rüstung sieht. Hier regnet's. Wenn man eine Power-Rüstung sieht, weißt du dann alles für den Arsch. Guck mal, es regnet, trink, mach den Mund auf. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das funktioniert nur in Ark. Aber sollte es hier nicht schneien in den Bergen? Wieso ändert sich hier ständig die Farbe? Das ist irritierend. Wie komme ich weiter? Weißt du, sich hier aufbauen? Nein. Ich werde jetzt nicht nochmal umziehen. Aber rein theoretisch ist das hier eigentlich ein richtig guter Platz. Hier kommt man echt schwer hin. Aber dafür wirst du auch schlecht gesehen, wenn du hochkommst. Aber gucken, wir werden auf jeden Fall erstmal da hinten testen und wenn es da nicht funktioniert, dann ziehen wir nur um. In die Berge. Hier ist es wenigstens nicht so gefährlich. Oh, hi. Ja, aber euch gerecht. Wie seid ihr hergekommen? Silbererz. Okay. Die habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Ich sollte besser aufpassen. Warst du alleine? Das ist ganz seltsam. Was ist das für eine Waffe, die wir bekommen haben? Harnspanner Revolver. Gar nicht schlecht, ey. Gar nicht schlecht. Sieht zwar ein bisschen. Sieht echt scheiße aus, wie ich das in der Hand habe, ne?
Sieht aus, als würde ich so rumlaufen. Ich würde mit meiner Hand kuscheln. Bist du ein Viech oder bist du ein Vogel? Lu? Ich fühle mich leicht verarscht. Weil was? Ich weiß, keine Ahnung. Ist mir so egal. Ich fühle mich verarscht vom Spiel. Aber ihr habt gesehen, ich habe es immerhin getroffen. Wisst ihr, dass ich ein Fan von Revolvern bin? Ich weiß nicht warum. Aber ich habe schon immer Revolver gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich eines Tages einen legendären Revolver bekomme, der richtig zeckt. Das wäre meine Lieblingswaffe. So, wir laufen jetzt schon seit einer Viertelstunde hier hoch. Können wir auch irgendwo mal dann da sein? Guck mal, da hinten ist ein Ausguck. Dann laufen wir da erstmal hin. Ja, ich weiß, ich laufe wieder runter, aber. Da ist der Ausguck, da will ich hin. Da hängen Menschen, das gefällt mir schon mal nicht. Was ist das? Gras. Cliff Watch. Guck mal, da oben ist ein Zelt oder so. Ich stehe auf die Waffe. Die ist cool. Du lebst noch? Ah, vielleicht ist sie nicht so stark. Oh. Ein Lasergewehr. Das war ein Headshot. Das war ein Headshot. Was für Munition verbrauche ich da? 44er. Oh. Kackbratzen. Ich hasse Kackbratzen. Oh, ich will diese Rüste. Oh, guckt euch das an. Das ist die von meinem Fallout 4 Let's Play. Oh, ich will die Rüstung haben. Die sind mir doch ein bisschen zu nah. Tesla-Gewehr. Merkt euch bitte diese Stelle. Ich merke sie mir selber. Markierung platzieren. Wir platzieren die Markierung da. Ich werde es mir wahrscheinlich niemals merken. Und sie wird wahrscheinlich später verschwinden, aber egal. Was ist das? Was ist das? So machen sich also die Dinger bemerksam. Du erhältst was? Ach verdammt, ich hab zu lange. Egal. Ihr habt's gelesen. Es hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Wir haben also unsere allererste Wackelpuppe gefunden. Das finde ich gut. Aber des Anführers, das heißt, das war wahrscheinlich Charisma, ne? Kann ich mir das Ding nochmal angucken? Da, Anführerwackelpuppe. Was? Wie? Hab sie gegessen?
Ich wollte sie mir angucken. Wollte sie nicht essen. Okay, das ist ein bisschen uncool. Ich hoffe, das war in Ordnung. Ich meine, es war sowieso nur der Anführer, aber trotzdem. So, liebe Kackpratzen. Wo seid ihr? Ich bin überladen, ne? Ich sollte was essen vielleicht. Alter, ich bin um 10 Gewicht überladen. Okay, das werde ich so schnell nicht los. Hier gibt es keine Werkbank oder so, zufällig. Nein. Ich hoffe, eine Splittermine, die doch mal ein bisschen wiegt. Ja gut, hier werden wir unsere Ausrüstung leider nicht los. Das ist das... Ah, wir haben doch eine Waffe aufgesammelt, ne? Wir haben mehrere Waffen aufgesammelt. Der Handspann. Ich möchte diesen Revolver erstmal behalten. Ich finde den cool. Ich behalte ihn. Wir haben eine Spitzhacke mit Gewicht von 2,5 aufgehoben. Und noch eine. Okay, man sieht den Unterschied. Das Schießschwert möchte ich eigentlich gerne behalten. Lasergewehr. Bowie-Messer. Zerrissenes Kleid, Gewicht 0,1. Mit Taschen, ach ja. Wir wollten da Taschen dran machen, ne? Wenn ich mir jetzt noch die Taschen wegnehme, ist das echt ein bisschen scheiße. Okay, folgendes. Wir ziehen uns Stärke 3 für wie lange? Für 5 Minuten. 5 Minuten. Oh, irgendwas, was eine halbe Stunde macht oder so. 10 Minuten. Minus Stärke 2. Genau das, was ich möchte. Drei Minuten. Na gut. Ziehen wir uns das da oben rein. Buff out für 5 Minuten. Vielleicht finden wir bis dahin irgendwo, wo wir die Sachen halt ja, nutzen können oder verwerten können. Ich glaube, die Kackbratze ist noch ein bisschen zu heftig für mich, oder? Hat die Schaden genommen? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Das gefällt mir nicht. Ich bin aber weg. Oh Gott, ich habe nicht getroffen. Oh Gott, ich dachte, ich muss unter dem Baum durch. Ja, wie lange lädst du denn noch? Bitte nicht so lange. Hilfe. Oh, ich bin in Sicherheit. Na, Kackbratze. Da läufst du, wa? Da läufst du. Wo läufst du hin? Der läuft wahrscheinlich jetzt zurück, wa? Oh, scheiße. Ich, oh Gott. Nein, oh Gott, ich hab vergessen zu spielen.
zu springen. 50 Erfahrung. Ich bin überladen. Oh, ich dachte, da wäre noch eine Kackbra. Das war nur der gleiche. Alles in Ordnung. Wir müssen gewichtlos werden. Tschüss, Kochmütze. Reicht das schon? Die Kochmütze hat gereicht. Oh mein Gott. Ich will ein bisschen den hier. Ein bisschen Variation ins Spiel bringen. Alter. Ich glaube, da war aber noch eine zweite Kackbratze, ne? Wo eine Kackbratze ist, muss auch eine Kackbratzenhöhle sein. Ich sehe nichts. Ich sehe da hinten irgendwas, ja. Aber ich glaube, das ist weniger von Bedeutung. Okay. Ich möchte wenigstens bei irgendeinem Gebäude oder so landen, dass ich da auch spawne. Wenn ich die nächste Folge aufnehme. Was ist das? Leuchtendes Harz. Ich bin überladen, ne? Ist kacke. Wilde Karottenblume. Oh, Brombeeren. Komm, nehmen wir alles mit. Ich meine, da sind wir halt überladen. Wir werden schon was finden. Wo wir unser Zeug loswerden. So, wo sind wir jetzt? Wir sind immer noch so weit entfernt. Kann ich da hinreisen? Ja, gut, glücklicherweise. Wo sind wir immer noch so weit entfernt? Jetzt wäre ich kein Stück mehr vorangekommen. In den 20 Minuten. 27 Minuten, die wir hier schon rumlaufen. Als ob ich mich ablenken lassen würde. Hm, seltsam. Ach Gott. Buffout wirkt nicht. Dann bin ich halt noch langsamer jetzt. Okay. Wir haben ein Ziel erreicht. NAR Regionalstelle 98. Ja, cool. Ich will die mal anschießen und gucken, wie viel Schaden ich mache. Nein. Hä? Laden wir nochmal nach. Oh, das ist noch ein anderer Bot. Okay. Ich mache übrigens keinen Schaden. Ich kann nicht laufen. Oh mein Gott. Oh nein. Finde mich bitte nicht. Okay, alles in Ordnung. Wir machen nicht wirklich viel Schaden an ihm. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder, weil es bringt jetzt nichts, dass ich hier groß rumlaufe. Und dann, laufen wir das letzte Stück da hoch. Haut rein, euer Zero. Tschüss.